Leute, ich war heute in Roblox Snapchat auf einer wichtigen Mission. Und zwar wollte ich schauen, wie sus Online-Data sind. Aber das Ganze wurde auf jeden Fall susser als gedacht. Und am Ende ist einfach etwas passiert, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Aber naja, Freunde, ihr wisst also, was jetzt zu tun ist. Haut das Video unbedingt bis zum Ende an. Lasst ein Like auf den Kanal und ein Abo auf das Video da oder so. Und jetzt, Freunde, viel Spaß mit dem Video. Also fangen wir an mit dem Outfit. Noch sehen wir hier einen kleinen Bacon, aber jetzt, Freunde, ist sie kein Bacon mehr? Na, aber das reicht mir noch nicht. Jetzt sieht genau hin, denn Freunde, sie wird badirisiert und... Wie soll mir jetzt noch ein Online-Data widerstehen? Das werden wir auf jeden Fall heute herausfinden und dafür gehe ich an den Spawn. Denn hier am Spawn fängt der Spaß jetzt so richtig an und wir haben hier auch den ein oder anderen Boy. Unter anderem diesen freshen Online-Data? Da gehe ich auch direkt mal rein und schreibe Hi. Und Jackpot, Freunde, er schreibt sogar Hi zurück. Also frage ich, was macht ein schöner Junge hier so alleine? Oh nein, Freunde, nicht schon wieder. Ich kann kein Englisch. Also sorry, kleiner Online-Gator. I give you a corp. Also wird jetzt weiter geonline-datet. Hey Leute, hier vorne ist eine Katze. Hey, miau, miau, bleib stehen. Ja gut, stehen bleiben ist wohl nicht so seine Stärke. Leute, was sehen meine Augen da? Ein pinker Tesla, ey, bleib stehen. Oh, Freunde, meine Beine sind zu kurz. Also müssen wir fahren, wie ich kann nicht einsteigen. Das fängt hier alles ja schon bombastisch an, Freunde. Aber dafür habe ich einen pinken Tesla gefunden. Also ich hoffe wirklich, dass ein Tesla hat, denn Leute, ich habe gar keine Ahnung von Autos. Oder war das der pinke Tesla? Leute? Naja, zum Glück muss ich hier keine Ahnung von Autos haben. Meine einzige Aufgabe hier als Baddie ist Online-Data-Trollen. Here we go! Dafür brauchen wir erstmal eine knackige Online-Daterin. Ich meine natürlich ein knackiges Haus. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Dusche. Am besten kennt ihr euch auch in eurem Haus aus und dann findet ihr die Dusche auch direkt. Hallo Dusche, wo bist du? Jackpot. Und ja, Freunde, ich dusche nicht nur mit meinen Klamotten, sondern auch mit einer Tasche. Habt ihr ein Problem damit? Und jetzt wird ein Snap für die ganzen sassy Online-Data gemacht. So, da ist der wunderschöne Snap. Aber wer ruft mich die ganze Zeit an? Lela, ich habe echt gerade keine Zeit für dich. Und tschüss. Kommen wir zum Snap zurück, denn ich habe geschrieben, wer will mit mir duschen? Und jetzt, Freunde, schicken wir das an alle Jungs. Sag mal, gibt es hier nur Bacons? Hey, tolle Wurst. Oh, jemand hat den Snap auch schon geöffnet. Hä? Oh, Freunde, woher kommen die ganzen Snaps her, hä? Die schauen wir uns mal auf schnelle Welle an. Ja, toll, zwei Me... Leute, das ist der Online-Data, den ich eigentlich haben wollte. Naja, vergessen wir den englischen Online-Data, denn sie schickt mir einfach ihr Bett. Wow, danke. Hier haben wir noch einen Snap von einem kleinen Mädchen. Die chillt anscheinend mit ihrer Mutter. Interessant, interessant. Und zum Schluss haben wir von dem kleinen Bacon-Mädchen einen Snap, was mich die ganze Zeit anruft. Aber wie sonst hat mir niemand geantwortet, hallo? Freunde, ich glaube, ich verstehe jetzt, warum ihn niemand zurückgesnappt hat. Erstens hatte ich für die Dusche viel zu viel an. Und zweitens sind hier keine sassen Online-Data. Der Server ist nämlich voll von Bacons, Freunde. Und bevor Lela mich hier noch einmal anrufen kann... Nee, also wirklich, Lela, es reicht. Verlasse ich den Server. Ciao. So, neuer Server, neues Glück und Freunde, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Dein Grundstück ist ja auch für mich frei. Oh mein Gott. Niemals wurde dieses Haus gerade vor meinen Augen weggekauft. Oh, Kevin. Na toll, Leute. Also sind wir jetzt gerade einfach obdachlos. Mein Skin ist zwar unnormal schön, Freunde, aber wer will bitte eine Baddie, die arm ist und dazu noch obdachlos?
Naja, zum Glück gibt es hier noch die Apartments. Und zu einer freshen Penthouse-Wohnung würde ich jetzt nicht Nein sagen. Und hoffentlich sagen die Online-Dater da nicht auch Nein zu mir. Also bis jetzt muss ich sagen, es sieht doch eigentlich sehr gut hier aus. Sogar ein Fahrstuhl ist hier am Start. Oh, Leute. Was geht denn hier ab? Das ist der Jackpot, Leute. Wir haben eine Bar. Ja, wir haben sogar ein Pool, Leute. Ja. Und außerdem haben wir ein Piano. Was wollen wir mehr? Die Nacht ist auch endlich angebrochen. Also beginnen wir mit den Online-Daten. Freunde, hier hat sich einfach gerade so ein Bacon zu mir gestellt. Nee, kleiner Bacon, mit dir will ich auf jeden Fall kein Date. Naja, weil ich bin eine krasse Baddie, was für eine Frage. Und überhaupt, was macht er hier überhaupt? Das ist meine Penthouse-Wohnung. Also schreibe ich ihn mal, hallo? Oh, der unschuldige Bacon schreibt einfach hallo zurück, als wäre nie was gewesen. Also Freunde, flunker ich jetzt mal ein bisschen. Ich schreibe, ich habe hier gleich ein Date. Ja, perfekt, Freunde. Den Bacon interessiert es auf jeden Fall gar nicht. Also lassen wir uns nicht stören und beginnen jetzt wirklich mit den Online-Daten. Und ich habe hier schon ein paar Snaps bekommen. Ja, die Hälfte davon sind Bacon, aber wir drücken mal ein Auge zu. Zuerst von diesen kleinen Mädchen. Ja, dankeschön für dieses Selfie. Dann haben wir hier noch ein Mädchen. Ey, Freunde, die will, dass ich die adoptiere. Na, ich bin aber leider nur zum Online-Daten hier. Dann, Freunde, haben wir hier noch ein Bacon und er schreibt, hey, Cutie. Leute, er schickt mir sogar noch ein Snap. Ich warte auf dich bei der Dusche. Oh mein Gott, Leute, eigentlich wollte doch ich Online-Dater in der Dusche klären. Aber jetzt macht das ein Online-Dater mit mir und er schickt mir noch ein Snap. Ich würde sagen, wir antworten mal mit einem Selfie. Und jetzt, Freunde, lasse ich die ganze Sassiheit in mir komplett raus. Ich schreibe, du willst also, dass ich zu dir komme? Und absenden. Und Freunde, er hat mir schon wieder ein Snap geschickt. Oh mein Gott, ich soll also wirklich zu ihm kommen. Er schickt mir noch ein und schreibt, wenn du nicht zu mir kommst, dann komme ich zu dir. Leute! Das geht aber wirklich schnell. Oh mein Gott, er hat mir noch ein Snap geschickt. Ja klar, Baby, wir müssen noch duschen. Ich würde sagen, wir schreiben ihm mal. Und ich schreibe, wenn du willst, komm zum Penthouse. Ich warte auf dich. Oh Leute, er nennt mich einfach jetzt schon Baby. Oh Leute, ich bin echt aufgeregt. Gleich kommt er durch diese Türe durch. Oh, sehe ich überhaupt gut aus? Oh, Leute, schaut mal, wer da ist. Oh, ich muss euch sagen, er ist noch heißer als auf seinen Snaps, Freunde. Was, Bruder? Aber Freunde, wie findet er mich eigentlich? Oh mein Gott, Leute, was der geschrieben hat, war wahrscheinlich zu sass. Freunde, er findet mich also heiß und smash. Und außerdem bin ich eine 10 von 10. Wow. Also das kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Und jetzt, wo wir hier im Pool zusammen chillen, hoffe ich natürlich, dass du Single bist. Oh, er schreibt, nein, bin ich nicht, weil ich hab ja dich. Treat me like what is. Don't get me dirty. Oh, Freunde, dieser Online-Dater macht auf jeden Fall keine halben Sachen. Also, kleiner Online-Dater, traust du dich dann auch mit mir WOP zu spielen? Okay, let's go, Freunde. Und ich würde auch sagen, der kleine Online-Dater kann direkt beginnen. Oha, und er beginnt direkt mit Pflicht? Meine Aufgabe an dich ist es, mich zu risen. Oh, Leute, er schreibt, ich brauche kein Riss, weil ich habe meine Muskeln. Ja, also ich muss ehrlich sagen, diese Muskeln, die überzeugen schon sehr. Okay, Freunde, ich würde sagen, die Aufgabe ist hiermit trotzdem bestanden. Und wir sind heute mal einfach so mutig wie er und nehmen direkt auch Pflicht. Oh, Leute, ich ahne Böses, wenn Roblox da schon bannt, ey. Und er schreibt, traust du dich? Hashtag, Hashtag. Er hat es endlich geschafft und schreibt, traust du dich? Hey, Leute. Ich glaube, ich soll ihn küssen. Freunde, traue ich mich das? Wir kommen ihn immer näher. Ah, Freunde, das war mein erster Kuss.
Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Irgendwie sind hier gerade zwei Helikopter gelandet. Na toll, und jetzt sind wir nicht mehr ungestört. Ja, geht schnell. Oh Mann, ey. Okay, Freunde, ich wurde jetzt hier einfach auf den Rücken genommen. Und der schreibt, komm, wir nehmen uns eine private Wohnung. Leute, ich glaube, jetzt geht's weiter. Anscheinend will er jetzt doch in sein Schlafzimmer. Und Freunde, was will der da vor der Dusche? Was will er mir damit sagen? Leute, ich hab's doch gewusst. Der kleine Online-Dater will jetzt mit mir duschen gehen. Und ihr wisst, Freunde, geduscht wird nur mit Klamotten und Tasche. Ah, Leute, macht doch die Augen zu. Warum guckt ihr überhaupt hin? Ich muss aber zugeben, süß sind wir schon zusammen. Oh, Leute, ich glaube, duschen ist vorbei. Wo? Oh mein Gott. Der kleine Online-Dater legt sich also schon ins Bett. Und er schreibt, komm, wir lernen uns besser kennen. Und er sagt, näher kennenlernen magst du bestimmt. Okay, Leute, wir legen uns jetzt mal zu ihm. Ja, da wollen wir uns mal besser kennenlernen. Oh, Leute, ich muss echt sagen, es ist sehr schön mit Ihnen. Freunde? Er ist aufgestanden und schreibt, ich muss ganz schnell weg. Oh, ich dachte aber, wir wollten uns jetzt besser kennenlernen, hallo? Leute, er geht einfach wirklich. Okay, Emily, keine Sorge. Dieser Online-Dater holt uns doch bestimmt nur ein Drei-Gänge-Menü. Ja, deswegen würde ich sagen, warten wir jetzt einfach. 2000 Jahre später. Freunde, ich warte jetzt hier schon echt lange, ja? Und langsam bekomme ich einen Bärenhunger. Ich will es zwar nicht tun, Freunde, aber wir gehen jetzt. Wollen wir mal schauen, wo der kleine Pupskopf sich aufhält. Oh, mein Traummann, wo bist du? Oh mein Gott, Leute. Da vorne ist er, mein Traummann, ey. Aber was machst du hier eigentlich am... Oh mein Gott. Leute, ich wurde gerade ernsthaft verlassen. Von einem Typen, der mich eigentlich wollte. Ah! Habe ich überhaupt noch Lust, einen Online-Dater jetzt zu trollen? Nein, Freunde. Nein, habe ich nicht. Und deswegen, Freunde, machen wir genau das gleiche wie der Online-Dater. Bye.